Diskutier nicht mit mir. Ich habe es immer wieder gemacht. Es ist wirklich so einfach. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Natürlich gibt es Menschen, die mehr Energie haben als andere. Aber dazu muss ich dir 2 Dinge sagen. Erstens liegt es schon mal sehr stark an uns, wie viel Energie wir haben. Es gibt ja Menschen, die gehen sehr bewusst mit den Dingen um, die dann ihre Energie beeinflussen. Die essen bewusst, die bewegen sich bewusst, die machen Sport, die machen Pausen. Da haben wir viel mehr in unserer Hand, als wir es manchmal denken. Ich kenne einen begnadeten Cutter. Das sind so die Leute, die Videos schneiden. Der ist unfassbar gut. Aber der nascht den ganzen Tag irgendwelche Süßigkeiten. Vorzugsweise Quarkbällchen. Ich habe ihn immer Quarkbällchen genannt. Er meint, er braucht das, weil er sich sonst nicht konzentrieren kann. Aber weißt du, was er macht? Im Grunde genommen treibt er immer nur wieder seinen Blutzuckerspiegel nach oben. Und dann mit auch sein Insulin nach oben. Dann fällt das Insulin runter und er fällt in ein Loch. Und dann muss er wieder neue Quarkbällchen naschen. Und das kommt dann in immer kürzeren Abständen, dass er diese Quarkbällchen isst. Das hat mich verrückt gemacht, wenn ich das nur gesehen habe, weil ich wusste, was der sich da selber antut. Was ich dir mit dem Beispiel sagen will, wie viel Energie wir haben, hängt sehr stark davon ab, was wir tun. Aber es gibt noch eine zweite wichtige Unterscheidung, wofür wir unsere Energie einsetzen. Und das ist fast noch wichtiger. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Epiktet gehört hast. Das ist einer der griechischen weisen Philosophen, die echt schwer zu verstehen sind. Ich habe den jahrelang nicht gelesen, weil ich wirklich keinen Satz richtig verstanden habe. Aber wenn wir uns Mühe geben, dann werden wir bei ihm immer wieder unfassbare Schätze finden. Also dieser Epiktet hat gesagt, es gibt Dinge im Äußeren, die habe ich unter Kontrolle. Und es gibt Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Und ich habe sehr viel mehr Energie, wenn ich mich auf die Dinge konzentriere, die ich unter Kontrolle habe. So, jetzt sage ich das mal mit meinen Worten, obwohl das schon eben nicht mehr der Originalton Epiktet war, ich habe es schon ein bisschen übersetzt. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir nicht ändern können, weißt du, was dann passiert? Dann kriegen wir einen Frust, dann sind wir wie gelähmt. Dann bekommen wir den Eindruck, dass wir nichts ändern können und auch nicht das ändern können, über das wir eigentlich Macht hätten. Also wenn du ständig auf etwas achtest, was du nicht ändern kannst, dann bekommst du insgesamt den Eindruck, boah, ich kann echt nichts ausrichten in meinem Leben. Du bist dann tief frustriert. Und in der Folge, wenn du frustriert bist, unternimmst du sehr, sehr wenig. Du bist praktisch hilflos oder fühlst dich hilflos. Lass mich dir ein Beispiel geben, das wirklich geeignet ist, um mich aufzuregen, also wirklich aufzuregen, wenn irgendwo Regenwälder abgeholzt werden. Ich finde das furchtbar. Ich liebe Wälder. Ich gehe jeden Tag im Wald spazieren mit meiner Frau und meinem Hund. Ich finde das wunderbar. Und dann holzen die diese herrlichen Wälder einfach ab. Aber weißt du was? Ich habe begriffen, dass ich sehr wenig dagegen tun kann. Und je mehr ich mich auf diese weit entfernten Regenwälder konzentriere, umso sinnloser kommt mir das vor, was ich tun könnte. Weil hey, ich kann natürlich hier ein paar Bäume pflanzen, aber wenn dann da ganze Hektar und tausende Hektar abgeholzt werden, erscheint das so wenig im Verhältnis. Verstehst du, was ich meine? Das Gefühl der Machtlosigkeit dehnt sich dann auf andere Lebensbereiche aus. Das kannst du gar nicht verhindern. Meines Erachtens ist es also wichtig, dass wir uns nicht so sehr mit den Dingen befassen, die wir nicht ändern können. Denn wir bekommen dann nur so ein riesiges Ohnmachtsgefühl und fühlen uns dann hilflos. Lass uns das mal kurz auf das Thema Geld übersetzen. Vielleicht gefällt es dir nicht, mir nicht, dir vielleicht auch nicht, was die EZB macht, die Europäische Zentralbank. Vielleicht gefällt dir auch nicht, was die Regierung mit unseren Steuergeldern macht. Dann gibt es dann diese Sendungen, er und er decken auf, was mit unseren Steuergeldern passiert. Kannst du das ändern? Kann ich das ändern? Eher nicht. Ich sage dir aber, je mehr du dich genau auf sowas konzentrierst, umso machtloser fühlst du dich. Und je machtloser du dich fühlst, umso weniger wirst du tun. Du kannst dich aber sehr wohl darauf konzentrieren, wie du eine Gehaltserhöhung bekommst, wenn du ein Angestellter bist. Oder wie du deine Preise erhöhst, wenn du selbstständiger bist, zum Beispiel um 20%.
Es gibt dafür einen ganz einfachen Weg. Schaffe einfach 50% mehr Wert für dein Produkt oder für deine Dienstleistung und dann kannst du ohne Problem deine Preise um 20% erhöhen. Es ist wirklich so einfach. Diskutier nicht mit mir. Ich habe es immer wieder gemacht. Es ist wirklich so einfach. Bring Wert. Konzentrier dich auf Wert. Konzentrier dich auf das, was deine Kunden an Problemen haben, an Bedürfnissen, die nicht befriedigt sind. Hilf ihnen, die Probleme zu lösen. Befriedige ihre Bedürfnisse und sie bezahlen dich gerne. Sie bitten dich fast, ihr Geld zu nehmen. Es gilt immer der Grundsatz, zuerst Wert schaffen und dann folgt Geld automatisch nach. Okay, das war jetzt nur ein Beispiel, auf das wir uns konzentrieren sollten, wenn wir etwas verändern wollen und wo wir auch wirklich etwas verändern können. Übrigens sagt Epiktet noch etwas zu diesem Gedanken. Wir können uns auf das konzentrieren, was gut und schlecht ist. Wir können uns auf das konzentrieren, was gut ist, dann haben wir mehr Energie. Wir können uns auf das konzentrieren, was schlecht ist, dann haben wir weniger Energie. Wie weise dieser Typ ist. Es ist ja so klar, wenn wir es hören. Aber das muss man sich bewusst machen. Wie oft gucken wir auf was Schlechtes? Jedes Mal macht uns das schwächer. Gucken wir auf etwas, was gut ist, macht uns das jedes Mal stärker. Wir haben das alle irgendwie schon mal gehört. Denn letztendlich haben alle klugen Leute im Laufe der Zeit von den weisen alten Griechen abgeschrieben. Und Epiktet war einer der weisesten. Fazit. Wofür setzt du deine Energie ein? Ich rate dir, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Und fokussiere dich auf gute Dinge, denn dann steigt deine Energie. Du kannst zwar denken, du bist ein unheimlich wichtiger und moralischer Mensch, weil du dich jetzt so gerade richtig aufregst und über die Dinge empörst. Aber ich sag dir was, Empörung hat noch niemandem geholfen, im Gegenteil. Empörung bewirkt, dass du deine Energie vergeudest und dass du selber giftige Chemikalien in deinem Körper freisetzt. Jeder Gedanke tut ja so etwas. Er vergiftet dich, du vergiftest dich und damit hilfst du niemandem. Statt also zu sagen, man müsste, wobei niemand weiß, wer dieser Mann jetzt ist, oder gar, man darf doch nicht, um dich dann anschließend gewaltig zu empören, fokussiere dich lieber auf etwas, was du jetzt tun kannst. Statt dich zu empören, dass Millionen von Bäumen im Amazonas abgeholzt werden, pflanze lieber heute einen Baum. Hilf lieber einem alten Menschen, der gerade einsam ist. Besorg ihm Essen, rede mit ihm. Du findest einen Weg. Statt dich zu empören, dass die EZB dauernd neues Geld druckt, löse du ein Problem für dich und für andere Menschen. Statt dich darüber aufzuregen, was unsere Regierung mit unseren Steuergeldern macht, sorge du dafür, dass du so viel verdienst, dass du Steuern mit einem Lächeln zahlen kannst. Kein Witz. Mein Coach hat mal gesagt, als ich mich so brutal über Steuern aufgeregt habe, hat gesagt, Herr Schäfer, wenn Sie einmal 1 Million Steuern in einem Jahr zahlen, dann wissen Sie, Sie haben es geschafft. Und als es dann wirklich soweit war, da habe ich mich wirklich gefreut. Naja, die Wahrheit ist, ich fand es schon ein bisschen viel, was ich da an das Finanzamt überwiesen habe. Aber tatsächlich hat die Freude bei weitem überwogen. Ich habe nämlich jetzt gewusst, ich bin jetzt erfolgreich. Also, setze deine Energie ein für Dinge, die du verändern kannst und fokussiere dich auf Gutes. Du wirst immer mehr Energie bekommen. Du wirst immer dich mächtiger fühlen, immer positiver. Du wirst dann in einer positiven Spirale sein. Und letztlich macht es viel mehr Spaß, sich mit positiven Menschen zu unterhalten. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Die Menschen, die etwas bewirken, die sind positiv. Die etwas verändern, die sind positiv. Sei du einer von diesen Menschen.